Es konnte ja mal wieder kein neues Jahr vergehen ohne ein neues Need for Speed und dieses nennt sich Need for Speed Rivals. Ja, in Need for Speed Rivals sind wir mal wieder ein Racer oder ein Cop und können uns frei bewegen auf der Map Redview County. Und zwar stehen uns dazu zur Verfügung eine massige Auswahl an Fahrzeugen, die wir als Racer benutzen können. Ob wir jetzt frisch starten mit dem Porsche Cayman oder dann doch mal zu dem Königsegg One wechseln, das bleibt uns ganz überlassen. Und wir haben mal wieder eine massige Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten, die wir auch in unserer Werkstatt vollbringen können. Wenn wir dann mit dem optischen Perfektionieren unseres Wagens fertig sind, können wir direkt in die Storyline übergehen. Die setzt sich zusammen aus jeweils 3 Bäumen mit 20 Missionen. Auch als Cop haben wir wieder mal 3x20 Missionen und eine massige Auswahl an Autos. Wenn wir dann soweit sind, dann geht es ab auf die Straßen in Need for Speed Manier. Mal wieder mit Action vollgepumpt bis zum geht nicht mehr, Nitro ohne Ende und Cops können natürlich auch nicht fehlen in einem richtigen Need for Speed. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, einfach während dem Fahren durch so eine Tankstelle zu düsen und unser Fahrzeug voll zu reparieren und mit Nitro aufzuladen. Ja, wir können uns in diesem Need for Speed auch richtig zur Wehr setzen, und zwar mit unseren eigenen Waffen, wie dieser Schockwelle hier gerade eben. Falls das mit den Waffen nicht klappen sollte, haben wir noch die Möglichkeit, unseren Turbo zu aktivieren und einfach mal der Bullerei quer davon zu ziehen. Falls das Ganze mit den Waffen und dem Turbo nicht klappen sollte, können wir uns einfach in unser Versteck verkriechen und der ganzen Sache aus dem Weg gehen. Als Cop haben wir die Möglichkeit, andere Spieler im Multiplayer-Spiel zu markieren und diese dann als Bullerei zu verfolgen. Wenn das mal nicht klappt mit der Verfolgerei, dann nehmen wir uns doch einfach mal einen NPC her und verfolgen diesen und setzen ihn außer Gefecht. Das gibt uns SP-Punkte, das ist die allgemeine Währung in Need for Speed Rivals und natürlich hilft es uns bei unseren Missionen weiter. Falls wir dann doch mal einen Online-Spieler sehen, können wir diesen nach Belieben verfolgen und auch mit unseren eigenen Waffen niederstrecken. Nun zum technischen Teil von Need for Speed Rivals. Need for Speed Rivals arbeitet mit der Frostbite 3 Engine und funktioniert auf diesem Next-Gen-Niveau tadellos. Need for Speed Rivals wurde übrigens entwickelt von einem kleinen Team von EA. Dieses Team nennt sich Ghost. Und ich muss sagen, Leute, ihr habt das echt gut hinbekommen. Wenn man sich das Spiel mal so anschaut, die Next-Gen-Grafik plus diese Frostbite 3 Engine sieht echt verdammt gut aus und macht echt was her. Und auch immer wieder diese kleinen, wie nennt man, ja, so Regentröpfchen oder was das ist. In anderen Gebieten sind es auch mal Blätter, was einem hier auf die Kameralinse fliegen. Finde ich, machen das ganze Spiel noch realistischer und bringen auch einen Hauch mehr Action mit rein. Mein Fazit zu Need for Speed Rivals ist für mich eigentlich eindeutig. Ich finde, es ist ein hübsch anzuschauendes Spiel und macht eigentlich auch zeitweise echt Spaß, es zu spielen. Auf die Dauer langweilt es ein bisschen, aber ich kann es nicht von vielen Spielen sagen, dass sie mich in so kurzer Zeit so gepackt haben. Und auch immer wieder durch diesen Online-Aspekt mit anderen Spielern bringt dieses Spiel mehr Spannung rein und man wird da schon wirklich süchtig danach, andere Spieler mit dem Cop-Modus auszulöschen und damit SP-Punkte zu verdienen. Dann war es das von mir auch schon wieder und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr wisst ja, Daumen hoch und Abo und ich freue mich. Also macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal.